Und zurück zum Sprint, zweite Serie, David Nacki, TSV Düdingen auf der ersten Bahn, dann Nathan Giger, FSG All auf Bahn 3, Martin Fuchs auf 4 vom LACTV Unterstrass, dann Bradley Lestrade, GG Bern auf Bahn 5 und ein weiterer Athlet von FSG All, Remy Gerber auf der Bahn 6. Remy Gerber schon gestartet in diesem Jahr über diese Distanz, 16,85 ist er schon gelaufen. Martin Fuchs über die 150 Meter noch nicht, aber mit persönlicher Bestleistung über die 100 Meter in Langenthal mit 10,77. Also er sicher sehr gut in Form. Nathan Giger mit der besten persönlichen Bestleistung mit 16,50. Guter Start von Martin Fuchs, der als erster auf die Zielgerade kommt, aber Lestrade gleich an seiner Seite. Fuchs, der führt, der zieht das durch und gewinnt mit 16,10 und somit verbessert er seine Bestleistung um 0,6 Sekunden und nähert sich der 16-Sekunden-Marke. Schlussendlich eine souveräne Angelegenheit von Martin Fuchs. Er gewinnt seinen Lauf, die zweite Serie, mit 16,08. Bradley Lestrade zum Schluss musste er noch ein wenig federn lassen, 16,34. Dann Nathan Giger mit persönlicher Bestleistung, 16,50. 17,18 für Remy Gerber und David Nacki ist gar nicht gestartet. Wir haben es auch nicht eingeblendet gesehen, also wurden ja nicht alle Athleten vorgestellt.